Boa tarde, boa noite, amigos. Drei Überfälle in Brasilien als Saisonvorbereitung. Ich bin da mal weg. Dies bedeutete damals in der Tat, dass man weg war. Als Katrin und ich am 12. Juni 1996 mit dem Intercity von Berlin aus nach Hamburg fuhren, um von dort aus den Flieger nach London zu nehmen, ratterte beim Blick aus dem Zugfenster das innere Kopfkino. In der Tasche lagen unsere Flugtickets, auf denen die Flugdaten zu lesen waren. Ab 13. Juni 1996, Punkt 10 Uhr, ging es mit dem Flieger von British Airways nach Rio de Janeiro und erst am 2. August 1996 würde es wieder zurück nach Deutschland gehen. Brasil. 7 ganze Wochen waren geplant und von Rio aus sollte es einmal quer durchs Land gehen. Wie genau, das stand vor Reiseantritt nur im Groben fest. Einfach mal schauen, was sich machen lässt. Der Itatiaia-Nationalpark und Amazonien waren in jedem Fall schon mal fest vorgemerkt. Fakt ist, in der Zeit vor dem allgemein verfügbaren Internet und den Mobiltelefonen hatten wir uns von Freunden und Eltern verabschiedet. Unsere Karten und Briefe aus Goiânia und Santarém würden wohl ziemlich sicher ein paar Wochen benötigen, bis sie in den jeweiligen Haushalten ankämen. Was zur Not blieb, waren das klassische Telefon und das Faxgerät. Aufgrund der horrenden Gebühren waren diese aber wirklich nur für Notfälle angedacht. Unser Reisebudget pro Person inklusive Flug ca. 3.500 deutsche Mark. War nicht gerade üppig. Schwer genug war es, diese Summe zusammenzubekommen. Katrin studierte damals und ich machte mein Abi auf dem zweiten Bildungsweg am VHS-Kolleg Berlin-Schöneberg. In meinem Fall hieß es im Vorfeld der Reise bei der TUSMA, also der studentischen Arbeitsvermittlung, einige Jobs annehmen und den einen oder anderen Schultag sausen lassen. Beim Gartenbau und auf diversen Baustellen durfte ich sehr häufig gemeinsam mit ständig abfeiernden afrikanischen Studenten als Helfer Feste anpacken, Verbundfenster in den 9. Stock eines Rohbaus schleppen, einen Schutthaufen wegräumen oder einen alten Betonweg zerstören. Die Kohle gab es am Tagesende meist bar auf die Kralle. 17,50 Mark pro Stunde waren garantiert. Für damalige Zeiten ein wirklich fairer Lohn. Da ich jedoch bereits im Februar 96 2 Wochen lang auf eigene Faust Ägypten bereist und im Frühjahr noch eine Woche Budapest draufgelegt hatte, wurde es kurz vor Reisebeginn dann doch etwas knifflig. Aber am Ende war dank harter Überziehung des Dispos die Knete für 7 Wochen Brasilien beisammen. Logisch, dass wir auch ein wenig Bammel hatten. Ohne das World Wide Web musste im Vorfeld alles mit Hilfe von Büchern und Bekannten, die dort schon einmal waren, im Groben geplant werden. Wie man in Belém das richtige Schiff nach Santarém finden würde, das stand komplett in den Sternen. Keine Frage, damals war das Reisen ein echtes Abenteuer und manchmal wünsche ich mir die Zeit ohne Smartphones zurück. Einfach losdüsen, ins Ungewisse, wirklich nicht erreichbar sein. Keine Versuchung, dann doch in irgendein Internetcafé zu springen. Herrlich. Da Katrin auf der Bahnfahrt von Berlin nach Hamburg still ihren Gedanken nachging, blätterte ich in der aktuellen Ausgabe des Kicker. Ich begutachtete das Starterfeld der kommenden Bundesliga-Saison 96-97. Mit dem VfL Bochum, dem MSV Duisburg und Arminia Bielefeld gab es gleich 3 Aufsteiger aus NRW. Es hätte ruhig Waldhof Mannheim oder auch der VfB Leipzig sein können. Beim Blick auf die Abschlusstabelle der zweiten Bundesliga 95-96 staunte ich nochmal, wie haarscharf Hertha BSC am Abstieg vorbeigeschrammt war. Alter Schalter. Am Ende war gegenüber dem Chemnitzer FC allein das bessere Torverhältnis ausschlaggebend. Allerdings wurden der alten Dame wegen Verstöße gegen die Lizenzauflagen 3 Punkte abgezogen. Beim ersten FC Nürnberg waren es sogar 6 Punkte. Aber abgestiegen wäre der Club so oder so. Plötzlich fanden sich die Franken in der Regionalliga Süd wieder und durften sich auf die Spielvereinigung Fürth freuen. Ich schmökerte die Abschlusstabellen der Regionalligen durch und begutachtete die kommende Spielzeit 96-97. Meine Güte, wer sich alles in der Staffel Nordost tummelte. Der FC Erzgebirge Aue, Energie Cottbus, Union Berlin, der FC Berlin, also der BFC, der erste FC Dynamo Dresden, der FC Rot-Weiß Erfurt, der FC Sachsen-Leipzig, der Chemnitzer FC und auch der FSV Lok Altmark Stendal und der Eisenhüttenstädter FC Stahl waren mit von der Partie. Vielleicht hätte anstatt der Himmelblauen mal wirklich Hertha BSC absteigen sollen.
Eine schöne Osttour par excellence. Bitter aber, wie es um den Ostfußball stand. Einziger Lichtblick im wahrsten Sinne des Wortes war der FC Hansa Rostock, der mit Rang 6 denkbar knapp den Einzug in den UEFA-Pokal verpasst hatte. Mal angenommen, Hansa hätte statt dem Hamburger SV in der ersten Runde gespielt. Den Celtic FC als Gegner. Irre. Was wäre das für ein Gaudi geworden? Celtic. Was war ich vom Auftritt in Köln im September 92 begeistert? Das Weiterkommen vorausgesetzt, hätte es ja dann Spartak Moskau werden können. Ich hätte mir Jan aus Frankfurt-Oder geschnappt und ab wäre es gegangen. Mit Carsten nach Schottland, mit Jan nach Russland. Bombisch. Aber okay, ich musste so oder so erst einmal heil aus Brasilien zurückkommen und die düstere Seite von Rio de Janeiro zeigte sich sogleich am Abend des 14. Juni 1996. Kathrin und ich hatten uns im Stadtzentrum erst einmal ein Zimmer in einem Hostel genommen, in dem es jedoch keinerlei Möglichkeiten gab, die Wertsachen sicher zu verstauen. Eine Kamera und einen Teil des Bargeldes und der Reisechecks versteckten wir in den Matratzen, die andere Kamera und den anderen Teil nahmen wir in unseren Geldkatzen mit. Der erste Tag in Rio verlief recht fluffig und ziemlich entspannt ließen wir uns am Strand von Copacabana in der Dämmerung nieder. Die Wellen rauschten hinter uns, spielten die Brasilianer im Licht der Laternen Fuß und Volleyball. So langsam schienen wir in Brasilien angekommen zu sein. Und ja, das kamen wir. Ich sah die fünf jungen Typen noch, wie sie angeschlendert kamen. Doch dachte ich mir, sie wollen nur irgendwelchen Kram verkaufen. Plötzlich wurden die fünf Brasilianer schneller und warfen sich auf uns. Mafia Brasileira, Dinheiro! Diese Worte werde ich im Leben nicht vergessen. Zwei, drei Männer hielten uns fest, die anderen zerrten an unseren Klamotten. Die Geldkatzen waren rasch gefunden und wurden mit einem Messer aufgeschlitzt. Die Uhren wurden abgenommen, die Kamera wechselte auch den Besitzer. Ich war gelinde gesagt geschockt, aber auch unglaublich wütend. Als ich leicht durch Anstalten machte, mich zu wehren, wurde mir eine Messerspitze an die Wade gehalten. Ein anderer Kerl hantierte mit einem Messer an Katrins Armgelenk. »Lass es, Marco, das hilft nichts«, bat sie mich. So schnell wie die Räuber gekommen waren, so schnell waren sie auch wieder in der einbrechenden Dunkelheit verschwunden. Verdammte Scheiße. Unsere Papiere lagen im Sand verstreut, Kamera, Armbanduhren und das Bargeld waren weg. Beim Blick in die aufgeschlitzten Geldkatzen mussten wir feststellen, dass auch die Thomas Cook Reisechecks mitgenommen wurden. Ein Desaster sondergleichen. Ich sah bereits das Ende der Reise nahen. Dank Katrin, die unglaublich willensstark war, schöpfte ich jedoch am nächsten Tag wieder etwas Mut. Es folgten ein Gang zu einer Station der Polizia Civil, zum Konsulat und zum Hotel Rio Oton Palace in der Avenida Atlantica, wo wir ein Fax gen Heimat senden konnten. Die gesamte Kommunikation war damals echt ein Akt. In einer Bank erklärte man uns, dass wir wegen der Reisechecks die Thomas Cook Zentrale in den USA anrufen müssen. Das Telefonat sei jedoch nicht kostenfrei. Pro Minute wären locker 2,50 Dollar fällig. Da uns das deutsche Konsulat nicht helfen konnte oder wollte, suchten wir stundenlang eine Bank, die uns einen Anruf in die USA ermöglichen würde. Dank Katrins Hartnäckigkeit wurden wir irgendwann fündig. Und ich durfte auf Englisch der in Kalifornien sitzenden Dame sämtliche Nummern der Reisechecks durchgeben. Da wir gut gestückelt hatten, waren einige lange Nummern fällig, so dass das Telefonat eine halbe Stunde dauerte. Aber was soll ich sagen? 3 Stunden später durften wir die neu ausgestellten Reisechecks in einer Filiale der Banco Brasileiro Comercial abholen. Das Bargeld war zwar für immer futsch, doch immerhin hatten wir wieder Reisechecks. Unsere Tour konnte weitergehen nach Manaus, ließ sich dann Katrin von ihren Eltern eine Summe nachschicken, die dort für uns hinterlegt wurde. Es folgten wunderbare Tage in Rio de Janeiro und im Anschluss abenteuerliche Tage in den Bergen des Itatiaia Nationalparks, wo wir unter freiem Himmel auf der Terrasse einer alten Ruine inmitten des atlantischen Regenwaldes nächtigten. Mit dem Bus ging es weiter nach Brasilia und Goiânia, wo wir eine Woche bei der wohlhabenden Familie César verbringen durften. Meine erste echte Caipirinha gab es auf einer Fazenda vor den Toren der Stadt. Der Blechbecher war wirklich randvoll mit Cachaça gefüllt und wenig später schaute ich am 30. Juni 96 in der Wohnung der Familie das EM-Finale Deutschland gegen Tschechien. Ihr wisst schon, das Golden Goal von Oliver Bierhoff in der 95. Minute. In der Ferne war mir mein Heimatland plötzlich sehr nah und es flossen ein paar Tränen.
Unsere Gastgeber in Goiânia zeigten sich sehr erfreut über meine Gefühlsregungen. So müsse das beim Fußball sein. Tja, fast auf den Tag genau einen Monat später bekam ich im Gemeinschaftszimmer des Copacabana Chalets die Tränen der anwesenden Brasileiros und Brasileiras zu sehen. Im Halbfinale des Olympischen Fußballturniers hatten die Brasileiros gegen Nigeria mit 3:1 geführt. Mit dabei waren unter anderem Rivaldo, Roberto Carlos, Flavio Conceição und Bebeto. Wir sprechen von der U21-Mannschaft und es war ersichtlich, was für eine goldene Generation da heranwuchs. Allerdings hatte auch Nigeria einen irren Nachwuchs. Nwankwo, Kanu, Mobi, Oporaku, Victor, Igbeba und Co. drehten die Partie und gewannen am Ende 4:3 nach Verlängerung. Der Ausgleich fiel in der 90. Der Siegtreffer dann in der 94. Minute. Das war zu viel für die Frauen und Männer im Hostel im Stadtteil Copacabana. Fluchen, weinen und der Kopf wurde in die Hände geworfen. Oh meu Deus! In Brasilien liegen Glück und Unglück nicht nur beim Fußball dicht beieinander. Nach völlig entspannten Tagen in Goiânia ging es im Linienbus gen Norden. Von Belém aus sollte es mit dem Schiff dem Amazonas bis Santarém und Manaus weiter hinaufgehen. Der Papa der Familie César hatte uns noch zum Bus gebracht und den Fahrer gebeten, uns doch bitte die erste Reihe zu geben. Schließlich seien wir jetzt auch seine Kinder, auf diese müsse man gut Acht geben. Tudo bem, meinte der Busfahrer lächelnd. Wenig später wurde der Vorhang der Fahrerkabine zugezogen und der Bus setzte sich in Bewegung. Links neben mir auf der anderen Seite des Ganges saß ein Mann, der im Geiste leicht abgedriftet schien und die ganze Zeit auf den flackernden Fernseher starrte, der an der Decke angebracht war. Soll ja mal machen, dachte ich nur und lehnte meinen Kopf an Katrins Schulter. Ich dämmerte vor mich hin, wurde jedoch geweckt, als unser Bus nach 1-2 Stunden Fahrt hinter der Stadt Imperatrice plötzlich von der Hauptstraße abbog und über einen sandigen Waldweg holperte. Was zum Teufel? Eine Baustelle? Eine Umleitung? Ich starrte in die schwarze Nacht hinaus, konnte jedoch nichts erkennen. Plötzlich kam der Bus zum Stehen und der Typ neben mir, der vorhin noch ins Leere gestarrt hatte, sprang auf, zog einen Revolver aus der Hosentasche und wirbelte diesen durch die Luft. Meine Fresse, ist der Idiot völlig durchgeknallt? Stichwort knallen. 2 Sekunden später flog die Tür der Fahrerkabine auf und ein Mann mit übergezogener Strumpfmaske ließ ebenfalls etwas Metallenes im fahlen Dämmerlicht aufblitzen. Während der eine vorn stehen blieb, arbeitete sich der andere durch die Reihen nach hinten durch. Ich gestehe, das war mir wirklich um einige Nummern zu fett. Der Überfall in Rio de Janeiro war einfach nur scheiße, zumal wir viel zu naiv ans Ganze herangingen. Aber der gekaperte Linienbus auf der Fahrt von Goiânia, Imperatrice nach Belém war wirklich hart. Mein Blut drohte zu frieren, noch nie in meinem Leben spürte ich solch eine entsetzliche Angst wie in jener Abendstunde. Dämlich genug brüllte der Typ plötzlich zu mir irgendwas von auf den Gang legen und Geld. Ich dachte allen Ernstes, ich müsste mich nun auf den Gang hocken oder legen, damit der Kerl mit seiner Waffe der ganzen Angelegenheit etwas Nachdruck verleihen könnte. Die anderen Passagiere gaben nur widerwillig ihre Wertsachen. Okay, der Tourist stirbt als erstes. Eine weitere Kältewelle durchfuhr meinen Körper und ich konnte nicht reagieren. Ele não fala português, erklärte Katrin dem Mann mit der Knarre. Nachdem ihm klar wurde, dass ich ihn nicht verstehen könne, zeigte er auf den Boden und erklärte noch einmal, dass endlich das Geld dorthin geworfen werden soll. Ah, ich verstand. Nicht ich sollte auf den Boden, sondern der Inhalt unserer Geldbörsen. Nur gab es da ein Problemchen. Ich habe nur noch Kleingeld. Wir wollten doch erst in Belém die Schecks eintauschen, flüsterte ich Katrin zu. Egal, leg es einfach vorsichtig hin. Ich griff mir sämtliche Münzen und legte sie sachte auf den Boden des Ganges, nur nicht zu laut klimpern. Die folgenden Minuten zogen sich hin wie Stunden. Unsere brasilianischen Mitreisenden, Katrin und ich, waren die einzigen Ausländer im Bus, wimmerten leise vor sich hin und beteten zu Gott. Ihre Angst bereitete mir noch mehr Angst. Was mag wohl passieren, wenn plötzlich die Polizei eintreffen und das Ganze in einer Geiselnahme münden würde? Hatte ich nicht bei O Globo gesehen, wie die Polizei kurzerhand Kriminelle vom Motorrad schoss oder auf ins Wasser flüchtende Männer ballerte, bis das Magazin leer war? Und das Ganze au vivo, sprich live, im Regionalfernsehen. Fürchterlich.
Glücklicherweise verschwanden unsere Räuber dann doch im dunklen Regenwald, bevor die Polizia Federal mit Pumpguns eintraf und begleitet von einem TV-Team einen auf dicken Matz machte. Einmal durchladen, alles unter Kontrolle. Man musste jetzt nur noch ein paar Fahrgäste im dunklen Unterholz suchen, die vor lauter Angst vor einer möglichen Rückkehr der Räuber sich kurzerhand verdrückt hatten. Eine Frau rief aus dem Wald heraus, dass sie nicht herauskommen wollte. Sie hatte wohl vor der martialischen Polizei genauso viel Angst wie vor den beiden Busentführern. Wie es zum Ganzen kam, der Vermummte musste wohl in Imperatrice vorn als allerletzter in den Bus gestiegen sein, der Vorhang war bereits zu, und dem Busfahrer gleich die Knarre an den Kopf gehalten haben. Abfahrt, ganz auf die ruhige. Und dann ging es irgendwann links ab in den Waldweg. Sein Komplize saß ja bereits die ganze Fahrt neben mir. Kein Wunder, dass auch ihm bereits ein wenig die Muffe kam, gehen solche Sachen in Lateinamerika auch mal schnell in die Hose. Nicht in die Hose ging unsere spätere Fahrt mit den weißen, geschwungenen Schiffen den Amazonas hinauf nach Manaus und Anori. Diese Tour war neben meinen beiden Fahrten mit der transsibirischen Eisenbahn wirklich das Beeindruckendste, was ich bislang auf Reisen erleben durfte. Ein Traum. Ebenso wie im Traum fühlte ich mich am 1. August 96. Während Katrin noch 3 Wochen länger in Manaus blieb, um dort Freunde zu treffen, flog ich zurück nach Rio de Janeiro und hatte dort vor meiner Rückreise noch 2 Tage für mich allein in der Metropole am Zuckerhut. Das Wetter war kühl und stürmisch und die Wellen hatten alte Münzen an den Strand von Copacabana gespült. Ich hatte alles in der Hospitalerie gelassen und schlenderte in Wanderstiefeln am Wasser entlang. Es war eigentlich ersichtlich, dass ich nichts Großartiges beihaben könnte, doch zum 3. Mal auf der Reise bekam ich das Mafia Brasileira zu hören. Ein einzelner Mann verlangte meine Wertsachen und zeigte auf seine im Hosenbund steckende Pistole. Nee, oder? Ich hatte nicht einen Centavo bei mir, doch ich befürchtete, dass ich ohne Stiefel nach Hause fliegen müsste. Ich überlegte kurz und fasste den Entschluss. Ohne mich. Ich stieß den Scheißtyp, der sich gerade umdrehte und einen anderen Kerl heranpfiff, von mir weg und nahm die Beine in die Hand. Alles oder nichts. Entweder würde er mir eine Kugel in den Rücken jagen, oder aber ich würde trotz Stiefel als erster die belebte Avenida Atlantica erreichen. Ich drehte mich nicht mehr um und rannte einfach weiter, immer weiter. Forrest Gump ließ grüßen. Go, Marco, go! Samstag, 17. August 96. 2 Tage vor meinem Geburtstag wurde im Ostseestadion die Partie Hansa Rostock gegen Karlsruhe SC angepfiffen. KSC, das klingt nicht nach einem Hammer. Allerdings war das damalige Sturmduo der Badener ein echter Hammer. Mit Sean Dundee und Sergei Kiriakov hatten sie vorn 2 echte Granaten. Und dahinter sorgte Icke Hässler für die passenden Vorlagen. Aber okay, der FC Hansa hatte Jonathan Akpobori und dieser erzielte beim 2:2 gegen den KSC beide Treffer. An jenem Wochenende war ich bei meinen Großeltern auf dem Wochenendgrundstück in Zeesen vor den Toren Berlins zu Gast und berichtete bei einem eiskalten Bier von den Erlebnissen der zurückliegenden Reise. Zudem wurde mit meinem Opa, der glühender Werder-Fan war, über den aktuellen Stand der Dinge in erster und zweiter Liga gefachsimpelt. Wird der TSV Bayern 04 Leverkusen ganz oben angreifen können? Oder wird Borussia Dortmund seinen 3. Titel in Folge holen? Wie sind Werder und Hansa einzuschätzen? Das direkte Duell gab es bereits am 20. August 96. Und dieses endete im Weserstadion 1:1. Ich wohnte zur damaligen Zeit noch in meiner Erdgeschosswohnung in der Bornholmer Straße und ging manchmal 5-mal die Woche auf den Kunstrasenplätzen des Jahn-Sportparks kicken. Ich reduzierte meine Anwesenheit am Kolleg auf ein Minimum und ging stattdessen lieber Fußball spielen und über die Tussmann beim Bau ackern. Mein Kontostand war desaströs. Und nach meiner Rückkehr aus Brasilien stapelten sich bereits die bösen Briefe der Sparkasse in meinem Briefkasten. Es war ja nicht das erste Mal, dass ich wegen der Reisen finanziell aufs Ganze ging und anschließend quasi pleite war. Nachdem auch Katrin aus Brasilien zurückgekehrt war, folgten die wöchentlichen Touren in ihre Heimatstadt Schwerin und nach Kiel, wo sie ihr Studium fortgesetzt hatte. Mal besuchte sie mich in Berlin, doch meistens machte ich mich auf den Weg und fuhr über Lulu gen Norden, Schwerin. Damals hätte ich mir einiges vorstellen können, aber nicht, dass ich über 20 Jahre später Fotos bei den Demonstrationen für den Erhalt der Paulshöhe und gegen das neue Polizei
Gesetz SOGMV anfertigen würde. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie sich Kreise im Leben schließen und manches später, viel, viel später, einen Sinn bekommt. Apropos Paulshöhe. Im Zuge der Saisonvorbereitung gab es am 27. Juli 1996 eine Benefizveranstaltung im Sportpark Paulshöhe. Als Zuschauer war man mit 10 Mark dabei und zu sehen gab es die Partien 1. FSV Schwerin gegen Lok Stendal und FC Hansa Rostock gegen VfB Lübeck. Ein weiteres Benefizspiel ging in Schöneberg über die Bühne, wo beim Duell SV Werder Bremen gegen Hansa Rostock 2:2 für die Mitarbeiter der Vulkanwerft gesammelt werden sollte. Zu jenem Zeitpunkt saß ich bei einer Kumpeline auf einem einsamen Grundstück in Bergfelde nördlich von Berlin und tippte auf einem Laptop an einem Reisebericht über Brasilien. Kurz zuvor zerbrach die Beziehung zwischen Katrin und mir und ich stürzte in ein tiefes Loch. Mit Tränen in den Augen ließ ich die Brasilienreise im Geiste Revue passieren. Für ein wenig Aufmunterung sorgten die abendlichen Sportsendungen. Wenigstens sportlich lief es in meiner Heimatregion. Hansa Rostock hatte den Klassenerhalt geschafft, Hertha BSC packte endlich den Aufstieg in die erste Bundesliga. Auf ein Wiedersehen der beiden hatte ich mich richtig dolle gefreut. Thank you.